Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Porta Westfalica. Ich bin wieder der Shorty von der Test Area. Ich habe wieder etwas Zeit verstreichen lassen und fange an einem neuen Tag an. Ich fand das jetzt sinnvoll. Die Felder waren halt abgeerntet. Wir haben alles in unseren Silos. Wir müssen jetzt anfangen mit dem Abtransport. Und zwar, ich werde auch heute einen Kärcher kaufen, versprochen. Die fleißigen Arbeitsgeräte von uns hier sind ja so schmutzig, ne? Das ist. Nee, nee, nee. Also, wir werden die Dieselproduktion jetzt zum Laufen bringen, weil wir brauchen den Diesel dringend. Einmal an der Hoftankstelle, für den Komposter auch schon. Und aber überwiegend für die Herstellung von. Ja, Torf. Genau. Mit dem Torf verdienen wir Geld. Von dem Geld können wir uns dann das Weizenfeld leisten. Und warum ich einen Tag vorgespult habe, deshalb, wir wollen ja nicht nur jetzt hier zugucken, wie der Traktor hin und her fährt. Wir wollen ja nebenbei auch noch andere nützliche Arbeit machen. Also ich werde die Vorräte hier. Ja, das Raps wird wohl. Und Mais. Ja. Ach ja. Das kriegen wir schon hin. Die Reste, die da sind, werden wir einfach verkaufen. Auf jeden Fall eine Tour pro Fruchtsorte. Wir werden noch wieder Gras mähen und in den Fermenter stecken, damit wir Silage haben. Der Grastrockner ist definitiv schon fertig. Da bin ich mir ganz sicher. Da gehen wir gleich mal gucken. Und dann haben wir nämlich am Ende Silage und wir haben Heu und wir brauchen dann nur noch Stroh für die Totalmischration. Dann sind wir schon bei der Kühe. Und wenn wir die Kühe haben, ich gehe mal rüber zum Grastrockner, während der hier auflädt, laufen wir schneller. Und wenn wir die Kühe haben, dann kriegen wir auch Mist und Gülle, wo wir wieder Dünger raus herstellen können. Der ist leer, richtig. Hier ist der Trockner. Gras ist keins mehr da. Hier, Heu. 161.000 Liter. Ich finde das schön, dass hier diesmal mehr reinpasst. Auf der Südhämmern war bei 90.000 Liter, glaube ich, Schluss. Das ist sehr nützlich. Also Heu haben wir jetzt genug. Jetzt brauchen wir noch Silage. So, wenn wir dann, wie gesagt, Gülle und Mist von den Kühen haben, geht das rund. Dann können wir Dünger daraus produzieren. Und Dünger und Weizen zum Beispiel nehmen für die Saatgutproduktion und Dünger und Wasser können wir nehmen für Flüssigdünger. Eine Spritze haben wir ja auf dem Hof. Genau. Und ja, dann sind wir schon mal, was die Selbstversorgung angeht, ein ganzes Stück weiter. Wenn wir dann das Weizenfeld und die Kühe haben und das selber herstellen, fehlt nämlich nur noch eins, die Kalbproduktion. Da habe ich ja beim Kauf der Wiese extra, hatten wir ja gesehen, ein Stück Land war dabei. So eine Wiese habe ich mir gesagt, gut, dann nehmen wir das als Bauland. Und da können wir dann die Kalkproduktion auch hinstellen. So, der düst jetzt los und bringt den Raps weg. Und den kleinen werden wir jetzt hier nehmen. Mit dem fahren wir jetzt zur Wiese. Und da fangen wir dann wieder an, Gras zu mähen. Das ist ja dann über Nacht nachgewachsen. Und das Gras werden wir dann auch wieder schwaden müssen, ganz klar. Also müssten nicht, aber ich schwade. Ah, also versprochen. Sobald ich auf der Multiweb fertig bin, werde ich Videos machen dazu, wo drin ich euch zeige, A, warum ich trotzdem lieber schwade, warum mir persönlich das besser gefällt, diesen Zwischenarbeitsschritt zu machen. Und B, werde ich auch ein Video machen als Vergleich, um euch zu zeigen, warum ich lieber die Drescher abtanken lasse von Crossplay als von Auto Drive. So.
Aber erstmal müssen wir jetzt hier. Es ist nicht hochgewachsen, ne? Das ist so eine Zwischenstufe. Aber das Gras wird reichen. Das Gras wird reichen, auf jeden Fall. Feldarbeit. Felder. Wiese. Mähen. So. Zack, 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 zack. Läuft. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Gut. Ach, ist das schön. Ich bin so ein Riesenfan von Automatismus. Es gibt auch Spiele, die extra darauf abzielen, ne? Wo es dann wirklich darum geht, irgendwelche Sachen zu automatisieren. Aber mit denen bin ich dann doch nicht so ganz so glücklich, wenn ich mir die so angucke. Ich finde das Automatisieren hier vom LS19 weitaus interessanter und komplexer. Also ich persönlich. So, gucken wir mal, wie weit der andere ist mit seinen Transportaufgaben. An der Raffinerie angekommen ist er. Und dann lädt er jetzt hier den Raps ab. Dann brauchen wir noch die Sonnenblumen und die Sojabohnen. Und dann sollte das wieder laufen. Ja, Raps war sogar noch da. Sojabohnen auch noch. Also was aufgebraucht war, waren die Sonnenblumen. Mir fiel da gerade unterwegs was ein. Wir haben ja noch einen Schwader am Hof stehen. Den gab es ja dann beim Startfuhrpark mit dabei. Den könnten wir verkaufen. Und vielleicht gibt es dafür genug Geld, dass wir die Kosten für den Kercher dadurch auch gleich wieder gedeckt haben. Das wäre ja gut. Ich lasse den Kippmodus jetzt mal an. Und schickt den gleich wieder hoch zum Silo. Dann kann er nämlich da die nächste Fuhre abholen für die Produktion. Gut. Der ist zwar absolut übermotorisiert für diesen Zweck, aber das machte nichts. Bevor der rumsteht und gar nichts tut, ja. Nee, sonst haben wir gerade nichts über. Also das ist hier ein Schwader. Ja, der ist über. Wir haben ja einen gekauft, mein Lieblingsschwader. Na, wenn du so anfährst, Shorty, dann wird das nichts mit dem Anhängen. So. Wir haben ja einen weitaus größeren Schwader geholt, also mein Lieblingsschwader, Fahrzeughändler. Deshalb können wir den Schwader hier auch wegbringen. Und brauchen wir nicht mehr. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Geld wir davon bekommen, wenn wir den verkaufen. Sodele, das sind wir beim Händler. Und flupp. Wunderbar. Nehmen wir was mit vom Händler? Nein, wir nehmen vom Händler nichts mit. Du kannst schon wieder zurück zum Hof fahren. Das werde ich mal eben verkaufen. 20.445. Okay. Wunderbar. Das ist dann doch eine Menge Geld, das wir für diesen noch unbenutzten Schwader bekommen haben. Dann gucken wir mal gleich unter Diverses. Da ist er, Kärcher. Ach, der kostet nur 4,5. Na, hör mal, dann könnten wir uns auch 4 Kärcher von leisten. So ist es ja nicht. Dann bringen wir den gleich mal zum Hof. Hier, Waschplatz. Wir sollten den ein bisschen drehen. Also nicht die Kamera. Wir sollten den Kercher ein bisschen drehen. So. Und dann können wir den. Ups. Ich würde mal sagen, relativ mittig vom Waschplatz dahinstellen. Zack. Wunderbar. Und ja, dann müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass die Fahrzeuge auch zum Waschplatz hinfahren können, gell? Bevor wir das machen, kümmern wir uns aber noch um die zweite Tour hier. So.
Den Rest Raps lassen wir drin. Sonnenblumen. Alles klar. Sonnenblumen kriegen wir dann wohl leer gemacht. Ich lade den mal eben voll. Jetzt haben wir die gesamte Ernte von den Sonnenblumen verladen. 39.928 Liter. Für die Multibap wäre das jetzt ein Witz gewesen. Aber hier reicht die Menge. Wir wollen mal nicht versuchen, hier so in großen Dimensionen zu denken. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Dann schicken wir den jetzt auch mal wieder zur Dieselproduktion. Da kann der das dann abladen. Und dann muss er gleich noch die dritte Tour machen. Nämlich die Sojabohnen holen. So. Und du bist jetzt mein Versuchskaninchen. Du warst ja so fleißig. Ja. Fahren wir mal zum Waschplatz. Oh. Was war denn das? Was ist denn da passiert? Na, drehst du dich von alleine um oder muss ich da nachhelfen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hat das von euch wer verstanden? Und der umgekippt ist? Ja, komm. Oh. Wo ist der denn hier drüber geflogen? Haben wir hier eine versteckte Kollision, irgendwas? Das kann ja nicht sein. Nee. Also das war jetzt wieder so eine Geschichte, die muss ich nicht verstehen. Aber gut. So, Dreckspatz. Ich muss hier mal die Ansicht wechseln. So. Mit R. Jawohl. Und endlich. Endlich tun wir mal hier was für die Sauberkeit. Fangen wir vorne beim Gewicht an. Oh, das geht ja schnell. So, schön die Schnauze sauber machen auch vorne den Kühlergrill. Eieieiei. Was ein Schmutzfink. Was ein Schmutzfink. Also das war höchste Zeit, würde ich sagen. Man muss ja seine Geräte pflegen, ne? Wenn man die nicht pflegt, dann reduziert das ja unheimlich die Lebensdauer. Das ist ja dann so. Okay, ich würde sagen, der ist sauber. Der sieht erstmal wieder aus wie neu. Weil das Gewicht ist noch so ein bisschen. Ja. Komm, wir sind jetzt mal pingelig. Endlich waschen hier. So, besser, besser. Können wir den da wieder reinhängen? Wunderbar. So muss das noch sein. Bin ich der Meinung. So sieht das gut aus. Dann können wir den jetzt auch erstmal hier reinstellen. So. Oh, Krankenwagen. Zu spät, zu spät. Ich habe hier 400 Meter, maximal 500 Meter Luftlinie von mir entfernt, eine Klinik. Also ich habe hier oft Krankenwagen. Dann ist noch eine Feuerwehrwache in der Nähe und auch nicht allzu weit weg eine Polizeiwache. Ich habe hier eine Menge Blaulicht, aber das Spannendste ist bei meinem Krankenhaus hier in der Nähe, der Hubschrauberlandeplatz. Also die kommen hier dann auch schon mal öfter. Die fliegen auch nachts. Ja, jetzt hier ist er fertig. Okay, wir gucken mal, was die machen. Prima. Der ist mit Mähen fertig. Dann kann ich das Schwaden doch jetzt gleich beginnen. So, wir klappen das hinten zu. Wir klappen das vorne zu. Und dann holen wir uns den Schwader. So, dele. Nächster Schritt. Schwaden. Feldarbeit. Wiesen haben wir offen, Schwaden 14,8 Meter. Prima, erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Das war von der anderen Seite beginnend. Genau. Dann machen wir jetzt hier aus diesen kleinen flachen Schwaden eine schöne große Schwad, die wieder super aufgeladen werden kann. Und. Ah, guck an. Der ist gerade rechtzeitig
fertig mit dem Abladen der Sonnenblumen. Jetzt muss er noch die Sojabohnen holen. Tschüss. Ah, dich muss ich auch dringend sauber machen. Können wir jetzt. Er wird jetzt noch die Reste von den Sojabohnen verarbeiten, die Dieselproduktion läuft. Hier ist ja das Schöne, dass die Produktionen sehr zügig auch arbeiten. Das erfreut ja mein ungeduldiges Herz. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier Sojabohnen reinhauen, damit das halt auch eine ordentliche Menge Diesel ergibt, ne? Dann kommen jetzt noch die Sojabohnen. Haben wir beide Anhänger voll. Da bleibt auch noch was im Hofsilo drin. Muss auch noch zur Dieselproduktion. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Sozusagen. So, was haben wir noch für Reste? 15.000 Liter. 7.337 Liter. Da steht noch ein Anhänger. Dessen Ladevolumen ich aber nicht kenne. Dann wollen wir mal kontrollieren. Oh. Ja, Schwaden ist auch schon fertig. Yippie-yay. Wie viel passt denn hier rein? 8000 Liter. Nee. Das lohnt nicht, den loszuschicken. Obwohl, Moment. 8000 Liter. Das sind 15.000. Wir könnten wenigstens den Raps verkaufen fahren damit. Das können wir machen. Oder lassen wir den Raps drin? Nein, wir verkaufen den Raps, weil wir brauchen jeden Cent für die Weiterentwicklung. Das ist jetzt hier wieder ein Bild für die Götter, ne? Der relativ kräftige Fendt mit so einem kleinen Anhänger. Das ist so, als wenn man hinter einem PKW so einen kleinen Anhänger von einem Bobbycar hängt. Ups. So, wir gucken mal, wo wir denn den besten Preis für Raps bekommen. Das sollte Raps sein. Ja, definitiv. Getreidemühle 3. Was? Gartencenter, Getreidemühle 1, Getreidemühle 2. Wo ist denn dann bitte Getreidemühle 3? Mal gucken. Wo blinkt es denn? Blinkt das irgendwo? Da. Ach, du ahnst es nicht. Wo ist das denn? Da waren wir ja noch gar nicht. Das ist jetzt dahingehend interessant, weil wir, hier ist ja zum Beispiel die Torfproduktion, wir jetzt endlich dazu kommen, auch mal den Weg hier lang einzufahren. Dann kommen wir zur Getreidemühle 3 und dann können wir auch gleich noch hier runter und den Kurs von der Torffabrik anschließen. Seht ihr, so wächst der Autodrive-Kurs. Aber das machen wir nicht mehr heute. So, der ist fertig. Abfahrer entlassen, Kurs löschen, Autodrive zu, Cosplay. Das ist hier wieder alles soweit vorbereitet, dass wir es mit dem Ladewagen abholen und zum Fermenter bringen können. Das muss auch repariert und gewaschen werden, oder? Ja, komm. Machen wir. So, abgekerchert, repariert. Also repariert in dem Sinne nicht. Wartungsarbeiten gemacht. Ja, sieht wieder aus wie neu. Ja, das mit dem Kercher, das war nötig. Das war nötig. So, jetzt können wir den dahin schicken zur Wiese 1. Da kann er dann
den Schwader wieder abstellen. Dieselproduktion. Anhänger 1 ist abgeladen. Jetzt lädt er den Anhänger 2 auch gleich ab. Oh, schon 6500 Liter Diesel produziert, mein lieber Scholli. Das ging ja mal zügig. So. Ja, dann haben wir das hier unten in der Ecke erledigt. Ihr seht, ich habe den auch noch mal schnell gewaschen und repariert. Ich meine, wenn ein Gerät aussieht, als wenn es benutzt wird, okay. Aber so dauerhaft, ja. Nee. Dauerhaft muss das sauber sein. So, den schicken wir nach Hause. Der ist immer noch dreckig. Den werde ich beim nächsten Mal sauber machen. Hier brauche ich jetzt nur den Schwader noch wegstellen. Ja, dann haben wir heute schon wieder ein bisschen was geschafft, ne? So, meine Rückwärtsfahrkünste haben sich ja dann doch im Laufe der Zeit ein bisschen verbessert. Einmal bis zum Anstoßen und jetzt wieder ein Stück vorziehen. Pass. Wunderbärchen. Hof groß und tschüss. So, der bleibt hier stehen. Der macht die Verkaufstour. Der Deutz ist auf dem Rückweg. Der verkauft dann die Sojabohnen, den Rest, die wir haben. Und der muss dann den Ladewagen holen. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Gut. Hat geklappt. Heute schon wieder ein Stück weiter. Vor allem haben wir den Kercher. Wir sind keine Schmutzfinken mehr. Also zukünftig. Wir werden jetzt die Geräte, die wir benutzen, bevor wir die wegstellen, alle schön sauber machen auch. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder einigermaßen gefallen. Beim Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Sehr wichtig für den Kanal, kann ich immer nur betonen. Ich war, bin und bleibt der Schotti von der Test Area und damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.